Jetzt, da ihr Präsident tot ist, müssen die Senatoren einen neuen Anführer wählen. Die Entscheidung steht kurz bevor. Wenn der Präsident tot ist, wird er nicht der Vizepräsident sein Nachfolger? Sei einfach still und töte die Senatoren, bevor sie das Kapitol betreten! Gut, wir kennen unser nächstes Tier. Dann kümmern wir uns darum mal. Und damit auch willkommen zurück zu Destroy All Humans, dem Remake. So, wir müssen uns erstmal hier tarnen. So, komm her. Sie kommen! Was? Komm schon, ich brauch Tarnung. Ich brauch doch Tarnung. Schnell. Holoblob, sei bitte nicht mehr gestört gleich. Okay, wir verstecken uns ein kleines bisschen. Komm schon. Ach, blödes Holoblob. Funktioniert doch endlich. Wisst ihr, sind einfach zu viele Leute. Da müssen wir eben kurz welche ausschalten und hoffen, dass es dann ein bisschen ruhiger hier ein bisschen wird. Aber wahrscheinlich kommt bloß noch viel mehr dazu. Ja, in letzter Zeit haben wir auf jeden Fall immer wieder starke Probleme hier ein bisschen. Mit den ganzen Feinden und so weiter. Naja, ich meine, wir sind ja jetzt auch in einer Großstadt immer. Wir sind natürlich auch viel mehr Leute als so in der Wüste. Außerirdische! Sie sind es! So. Sehr gut. Letzte Runde. Und her. Hier bleibst du nicht. Es muss klappen. Es muss einfach klappen jetzt. Es tut so weh. Kommt alle her. Ja. Und immer mehr suchen hier nach uns. Wir müssen unbedingt hier wegkommen und die irgendwie abhängen. Andererseits, ja, bei der Mission steht nichts da, dass wir unbemerkt rennt um euer Leben bleiben sollen. Die Pause der Senatoren ist offenbar beendet. Die Analyse zeigt, dass ihr Mittagsmahl flüssiger Natur war. Zögere nicht, schalte sie aus! Sprich! Ist heute dein Glückstag? Du! Okay, wir sollen noch welche ausschalten, die zum Gebäude zurückkehren. Gut, das kriegen wir hin. Los! Schnell hinter! Extraterrest! Jawohl! Außerirdische! So. Läuft das jetzt ganz gut? Was werden es immer mehr Feinde? Das ist nicht so gut. Ganz und gar nicht gut. So, komm schon. Marsianer! Hier ist der nächste. Nein, das sind gleich welche am Gebäude. Nein! Schnell! Schwebe, Krypto! Schwebe, wie du noch nie zuvor geschwebt bist. Jawohl. So, sehr gut. Rennt um euer Leben! Hilfe, wir haben die Army hier.
Begib dich zum Haupteingang vor dem Kapitol. Jede Menge Senatoren sind auf dem Weg dorthin. Und stock deine Munition auf. Das hier ist keine Demokratie, solange ich es nicht sage. Okay, Boss. Wird erledigt. So, ab zum Gebäude. Sie kommen von überall. Lass niemanden vorbei. Vernichte sie. Okay, Bonusaufgabe. Ausschalten die Typen hier mit Explosionen. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Wenn ich hier überall irgendwie explosives Zeug sehen würde. Komm schon. Pass auf, ich habe militärische Einheiten in der Nähe entdeckt. Mit meinem Militäreinheiten-Hilfsbüro. Bis dahin sehe ich was, aber ich muss die jetzt hier erstmal ausschalten. So. Sie benutzen den Nebeneingang. Okay, das Ding zählt sogar. Sehr gut. Gut, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das auch so zu machen. Ich habe eine Kugel mit deinem Namen drauf. So, einmal das Ding einfach immer nehmen. Damit klappt die Aufgabe auch. Sehr schön. Da ist unser nächstes Ziel. So. Und hier hinten das letzte. Jawohl. Bonusziel wäre geschafft. Und das Hauptziel gleich auch. Ich sehe mehr Senatoren und auch einige Soldaten. Jetzt bist du dran, Kleiner. Ja, die bösen Soldaten. Ich sehe sie auch. Genau vor meiner Nase. Oh nein, noch ein. Nicht rein in das Gebäude. Sie sind wieder am Haupteingang. Okay. Und was sind die guten Neuigkeiten? Dieses Mal sind sie schwerer bewaffnet. Na, super. So, gut. Oh, Hilfe! Rakete. Alles aussteigen. Jawohl. Läuft eigentlich ganz gut. Moment, hier einmal schnell hinfeuern. So, sehr gut. Ah, wie viele wollen denn hier noch kommen? Okay, es aussieht noch sehr viele. Halte sie auf, Crypto! Die Wahl ist fast vorbei! Und sie schicken ihre Cyborgs! Kommt gleich der 6-Millionen-Dollar-Mann! Ja, der 6-Millionen-Dollar-Mann kommt gleich. Der ist ja auch schon. So. Jawohl. Ja, und ich schätze mal, es war sogar recht egal, dass wir zu Beginn der Folge aufgeflogen sind. Das gehört hier einfach dazu bei der Mission. Dass man eh gesehen wird. Weil wir hier gerade eh viele tausende Wellen haben. Also es ist gar nicht so schlimm, dass wir zu Beginn entdeckt worden sind und so weiter. Zurück zum Invasionsbereich, oder ich... Ausgezeichnet. Bird Wither berichtet, dass die Wahl ergebnislos war. Die Menschen sind ohne Anführer und werden sich uns jetzt beugen müssen. Sehr gut. Damit haben wir unsere Aufgabe geschafft. 3000 DNA bekommen. Sehr schön.
Ja, 3000. Ordentlich. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen auch. Damit können wir uns auch definitiv ein bisschen verbessern. Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig persönlicheres? So, nehmen wir einmal das Upgrade hier. Sehr gut. Ja, dann nehmen wir einfach mal noch das hier. Gut. Und dann geht es jetzt direkt hier auch nochmal nach Union Town, denn dort haben wir noch gar nichts richtig gemacht. Und dort schauen wir jetzt nach ein paar Sammelobjekten und machen auch das Rennen und so weiter. Und wir können ja auch mal ein paar andere Herausforderungen probieren, auch wenn ich glaube, dass ich ja mit manchen davon so meine Probleme haben werde, aber man kann es ja trotzdem probieren, ja? Und so das wieder mit diesen Entführendings, wo man die diesen Laser reinschmeißen muss, also in diesen Strahl. Ja, damit habe ich ja oftmals so meine Probleme. Gut, wir sind schon mal eingetroffen. Haarlose Hamster! Ja, dann machen wir jetzt erstmal zu dem Rennen hin. Oder, obwohl, nein, wir machen erstmal hier hin, weil das näher dran ist. So, ich bin bereit. Eine statistisch signifikante Zahl von kleinen Unfällen könnte die menschlichen Arbeiter zu einem Stillstand bewegen und ihre Produktivität senken. Wenn du besonders effektiv sein willst, schleudere sie mit deinem Geist. Okay, also einfach die Arbeiter hier ausschalten. Ja, das Ding ist groß, man bekommt sie nicht immer. Also man sieht es nicht immer. Extraterrestrische! Ich denke. Jawohl. Kommt schon, wir brauchen mehr. Wow! Wir brauchen mehr Leute. Orson Welles hatte recht. Crypto, du hast keine Erlaubnis, dich abzusetzen. Kehre. Ja, ist ja gut, Boss. So. Jawohl. Deine Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Orson Welles hatte recht. Ich glaube, so mache ich es doch eigentlich ganz gut. Hilfe! Wir werden von Zwergen angegriffen! Ein Außerirdischer! Ich bin kein Zwerg! Wie oft soll ich euch das noch sagen? Freak aus dem Weltall! Hilfe! Jawohl, kommt schon. Wir haben gleich den ersten. Rennt um euer Leben! Außerirdischer! Aus dem Ja. Rückwärts! Jawohl! Kommen schon nicht mehr viele. Kleinwüchsiger Kolonist! Zurück zum Invasionsbereich oder ich schlage. Es sind nicht mehr viele. Komm schon. Crypto, du hast Jawohl. Keine Erlaubnis, dich. Ja, also ein Stern ist auf jeden Fall schon mal safe. Orson Welles, Außerirdischer! Ich muss weg! Freak aus dem Weltall! Das ist gut. Konzentrier dich und nutze deine Der zweite Leitsystem. Könnte noch Sie kommen. Sind es. Komm schon. Komm schon. Zum Invasionsbereich oder ich schleife dich Jawohl. Endlich dahin. Der zweite ist da noch. Das war Jawohl. Überall. Sehr schön. Sehr schön. Den zweiten haben wir noch geschafft. Gerüchte über einen Streik. Die Produktion ist in Chaos verfallen. Die Beauftragten für Arbeitssicherheit setzen sich ab. Hervorragendes Ergebnis, Crypto. Jawohl. Sogar den zweiten haben wir noch gepackt.
Sehr gut. Wow. Dann ab zur nächsten Herausforderung. So, dort hinten haben wir jetzt das Rennen. Davor holen wir uns dort hinten das Sammelobjekt, was hier auf dem Gebäude ist. So. Und hier haben wir das Rennen. 2 Minuten ist das Zeitlimit. Ja. Sollte machbar sein. Zumindest 2 Sterne. Der abtrünnigen Beobachtungsdrohnen scheint sich eine Kneipentour angeschlossen zu haben. Fang sie und bring sie zum Mutterschiff zurück. Komm schon. Du hast recht. Auf Flügel. Zeit. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen. Zeig mir, was du dran hast. Gute Arbeit, Crypto. Sie kommen! Auf halbem Weg zur Vernichtung. Sie kam, um uns den Hintern zu versohlen und Kaugummi zu kaufen. Orson Welles hatte recht! Gute Arbeit, Crypto. Jawohl, der erste Stern ist safe. Sie kommen! Jackie! Du hast nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. Freak aus dem Weltall! Extraterrestrische! Leg ein Zahn zu, Crypto! Außerirdischer! Aus dem Weg! Okay. Es fehlen ein paar Abschnitte. 2. Tja, was Dr. Shigella nicht weiß, macht sie nicht heiß. 2 haben wir wieder geschafft. Wer weiß, vielleicht hätten wir sogar 3 geschafft, wären wir nicht von der einen Rakete getroffen worden und wären dann so weit weggeflogen an dieser einen Stelle. Aber an sich, ja, ich bin zufrieden wieder mit der Endleistung. Ich kann mich nicht beschweren. Gut, dann probieren wir jetzt die Mission, womit ich wahrscheinlich wieder meine Probleme haben werde. Bevor das hier mitnehmen, zack. Und jetzt einmal hier rüber. Hier haben wir die Aufgabe. Redest du mit mir? Oh, Hilfe! So, wir müssen die Arbeiter jetzt, so wie es aussieht, jetzt diesmal in diesen Strahl werfen. Sammle ein paar menschliche Arbeiter für wissenschaftliche Untersuchungen. Größere Testgruppen liefern bessere Ergebnisse. Nimm sie tot und lebendig. Aber wenn sie noch lebendig sind, verdoppel ich deine Belohnung. Komm schon. Hör damit auf, Crypto. Die Proben kann ich nicht gebrauchen. Komm schon, kommt her. Ich kann den Orbitaltransporter nur für kurze Zeit auf einen festen Ort einstellen. Hör auf, Maulaffen fein zu halten. Wenn ich nicht immer das Falsche anvisieren würde, es muss ja unbedingt schnell gehen. Wer auch immer du bist. Das habe ich nicht bestellt. Leider mit. Die Herren. Ich kann den Orbitaltransporter nur für kurze Zeit auf einen festen Ort einstellen. Hör auf, Maulaffenfall zu halten. So. Scheiße. Lass den Arbeiter auf. Schau nur, Mama. Niemand. Gut. Nein, nein, nein. Das ist nicht das, was ich wollte. Dann nimm es trotzdem einfach. So, bitte. Du hast nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. Jawohl, 1 Stern wäre schön. Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Das wäre die Hälfte der nötigen Proben. Das habe ich nicht bestellt. Komm schon. Das habe ich nicht bestellt. Weltall! Hey, Junge! Lass mich! Mach es weg! Lass das sein! Nein, bleib stehen! Lass den Arbeiter auf dem Boden der Tatsachen! Was zur Hölle geht hier vor?
Jawohl. Ich muss weg. Das habe ich nicht bestellt. Scheiße. Schalt mal einen Gang hoch, Crypto. Die Sammlung ist fast komplett. Mach es weg. Ja, es ging doch gut. Ein neues Kollektiv an Bord gebildet. Sie verweigern sich noch der Veränderung, aber sie werden sich bald eingewöhnen und an meinem neuen Transmogrifikator-Prototypen arbeiten. Jawohl. Jetzt haben wir das schon dreimal geschafft hier mit 2 Sternen. Nicht schlecht. Körper! Hükman! Ja, wir könnten ja auch einfach auch nochmal probieren, Armageddon, aber das glaube ich wird bestimmt nichts. Obwohl, 1 Stern vielleicht? Ja, einer? Das wäre schön. Ja, komm, wir geben mal unser Bestes. Wenn es zum totalen Krieg gegen die Menschheit kommen sollte, müssen wir so viele ihrer Produktionsmittel vernichten wie möglich. Gut, dann legen wir mal los. Ja, komm schon. Kleinwüchsiger Kommunist! Außerirdischer! Jetzt überall auf alles drauf feuern. Sehr gut. Jetzt einmal damit hier reinfallen in die großen Hallen und so weiter. So, sehr gut. Hervorragende Arbeit, Crypto. So, einmal hier alles einsammeln. Jetzt damit hier wieder diese ganzen Dinge zerstören. Nein, falsche Waffe. Was kaputt? Nur noch 1 Minute übrig. Halt dich ran. 1 Minute nur noch. So, so. So, jetzt die Waffe hier nochmal. Große Bombe. Komm schon. Warum kann ich nicht feuern? Ach, weil es nicht reicht an Munition. Ups, ich vergaß. Bei 40% geht es ja nicht zu schießen. Gute Arbeit, Crypto. Gut. Einen haben wir geschafft. Bin ich zufrieden mit. Nicht rasten, einreißen! All ihre Organisationsstrukturen sind ins Chaos gestürzt worden. Was wollen ihre Kriegsherren dagegen unternehmen, hm? So, wir haben doch ganz gut insgesamt gesehen, ist was verdient. Klar wäre es schöner gewesen, überall 2000 ja, DNA zu bekommen, weil dann hätten wir jetzt wirklich richtig gut upgraden uns können, aber ja, ist natürlich auch schwer, überall 3 Sterne zu bekommen. So, haben wir hier noch irgendwo ein Sammelobjekt? Sehe jetzt nicht so schnell eins. Extraterrestrisch! Freak aus dem Weltall! So, gebt mir eure Gehirne. Huh?
Gut. An Gehirn reicht das jetzt auch. Ich würde dann sagen, jetzt ab zum Mutterschiff. So, einmal zu dem Schiff hin. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. Ja, und da verbessern wir mal wieder etwas von uns. So, die Waffe hier erstmal. So, zack. Oh, und das ist auch das Einzige. Mehr können wir uns gar nicht mehr leisten. Gut, immerhin ist die Waffe jetzt komplett verbessert. Als nächstes möchte ich dann den Ionendetonator komplett verbessern. Andererseits vielleicht davor erst nochmal das Raumschiff. Nun gut, nächste Folge machen wir dann hier weiter. Lasst gerne eine Bewertung da. Das war's, haut rein und ja, euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.